Ich habe ja meine Dino-Mütze noch gar nicht auf. Moment. Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur allerneuesten Folge Wir jagen Dinos. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Henno ist heute auch wieder mit dabei und wir freuen uns, dass wir heute endlich auf Titanjagd gehen. Henno, freust du dich auch? Ja, cool, dass ich wieder dabei sein darf, Kalle. Das wird heute super. Lasst uns ein paar Dinos jagen. Heute fordern wir den großen Titan heraus, nicht wahr? Ja, hier, den Wüstentitan. Den wollen wir heute machen. Toll. Da freue ich mich drauf. Du Scheißwichs! Jedes Mal muss ich mir die Scheiße geben mit dir, du Wichs! So, scheiß Mütze hier. Ja, so, ihr Spastis. So. Jetzt. Ah, was haben wir denn hier? Tank. Was haben wir? Oh, Wasser haben wir hier. Oh, da haben Lecker wir aber. Eieiei, wo haben wir den denn her? Boah, ey. Ist aber ein dicker. Ja. So. Ja. Wetter. Oh, nochmal. Wir haben uns ja euren Tipps in den Kommentaren nochmal so ein bisschen angenommen. Und wir haben jetzt alles vorbereitet. Ja, wir haben jetzt die ganzen Herzen, die ganzen Krallen. Genau, ich habe auch Speed genommen, damit ich besser drauf bin. Geil, sehr schön. Endlich ist der Herr nochmal wieder gut drauf. Ansonsten wollen wir heute tatsächlich den Wüstentitan machen. Es gibt auch eine kleine... Jede Runde sagt er... Du lernst noch nicht dazu, ne? Jede Runde am Anfang so... Ja, heute holen wir uns Drachen. Heute züchten wir die Ära-Armee. Und wir schaffen es nie. Ja, heute werden wir... Also, wir haben uns einen Quetzal gezähmt. Nein, nicht Steintreppe. Ne? Wallach mit Hamdullah. Der hat schon Plattformsattel und da wollen wir die Ehre drauf platzieren. Wir haben also jetzt noch zwei Aufgaben, bevor wir losgehen. Aber wir gehen wirklich los heute. Wir werden. Was soll das? Ja, ich bringe dich immer aus dem Konzept. Tut mir mega leid, Mann. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich bin einfach so gut drauf. Ich bin voller Liebe. Bist halt gut drauf, oder? Ob du gut drauf bist, habe ich dich gefragt. Ja, du Und dann gehe ich in die Höhle, spawn den Bums, weil, wenn wir mal in mein Inventory gucken, oh, was hat denn der Kalle hier? 100 mutierte Herzen, 10 Sakusurus-Haut und hier die Feuerkrallen. Wo kommen die denn her, fragen wir uns, ne? Ja, wir waren nämlich fleißig. Ja. Und wenn, egal was passiert, wir kämpfen heute gegen den, entweder sterben wir oder wir machen den nieder. Yo, da freue ich mich drauf. Also bleibt bis zum Ende dran und falls es euch gefällt, lasst so einen Bronto-Schwanz nach oben da. Okay, was müssen wir, wie kann ich dir helfen, die... Oh, da hinten ist noch ein Quetzal, Lord. Ich bin schon fertig. Lasst einen Wall in den Kommentaren da. mein Plan wäre... So, jetzt gibt's hier auf jeden Fall die Frage... Walla. Jetzt hör mal! Amina! Hol mal Holz. Ah, ein Auftrag. Damit kann ich arbeiten. Eine Ewigkeit später. Wo soll ich das Holz hintun? Werkbank oder? Wo soll ich das hintun? Hey, meine Insel? Junge, wo soll ich das Holz hintun? In die Hütte. Junge, ich habe das Gefühl, du bist heute nicht so gut drauf. Jetzt hol den Jungen. Ja, gut, dann hol ich den jetzt. Gehe ich jetzt mit meiner Mana da rein? Habe ich jetzt alles dabei? Also, wir haben 100 mutierte Herzen. Check. Wir haben 10 Sakusaurus Haus, Alter. Haut, Alter. Wir haben 10 Feuerkrallen. Check. Und wir haben das Artefakt des Chaos, Alter. Check. Oh, ich habe Steine mitgenommen. Ist auch gut. Dann gehe ich jetzt rüber. Ja. Schreib mal bitte auf. Wallah. Hör auf, mich zu hauen. Nein, das machst du jetzt nicht. Hand of Blood. Hör auf. Mach nicht diesen. Wallah. So. Leute, es geht los. Meinst du, jetzt kommt eine Katze? Das wäre krass. Ich habe noch nie eine Katze in den Ark gesehen. So, ein epischer Moment. Nach anderthalb Jahren Ark. Extinction. Während Kalle und Henno den ersten Titan spawnen. Ich drücke E. Ich tue Sachen rein. Gut. Nummer 1. Artefakt des Chaos. Feuerkrallen. Sakosuchus Haut. Und mutierte Herzen. Okay, ich bin sehr aufgeregt. Rechtsklick für weitere Optionen. Einmal herstellen. Okay. Holy shit. Wo bist du? Bist du reingehauen? Du Assi? Alter, du bist so ein Assi. Oh mein Gott. Du bist wirklich, du bist der größte Affe, den ich je gesehen habe. Jetzt, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, ne? Aber hier kommt irgendwie so eine krasse Bubble. Wow. Okay, ich habe ein richtig krasses Standbild. Du bist 1600 Meter entfernt. Und ich kann mich nicht bewegen. Ich glaub, Spiel. Jo, ich bin rausgeflogen. Voila.
Okay, jetzt. Holy shit! Ich bin einfach rausgeflogen von dem Game. Okay, halt mal kurz. Oh, what the hell is that? Das ist ein Fisch. Max, das ist ein Fisch. Level 1500. Bist du draußen oder noch in der Höhle? Ich bin jetzt draußen gespawnt. Oh mein Gott! Du hast einfach ge-one-tapped! What? Ich? Ja! Ich? Ja! Der hat einfach einen Blitz auf dich gemacht. Du bist einfach instant gestorben. Das ist scheiße. Das ist nicht toll, Kalle. Ja, komm doch mal wieder ins Game jetzt. Du bist nur so schlecht drauf. Ja, was mit dir? Hey, du wirkst so frustriert seit Anfang 2019. 12 Uhr mitternachts. Ich seh den nicht, doch seh den. Da spawnt er gerade. Und jetzt fängt er an. Au, der macht Aua. Eieiei. Eieiei. Oh shit. Hey, wer denkt sich das Konzept aus? Ich seh den, wie du das sagst. Ich sehe nur, wie du einfach wieder weggeknallert wirst. Was sind das denn für kleine Viecher, die irgendwie rumfliegen? Man spawnt gemeinsam, wenn man ihn aktiviert hat, unter ihm. Und er one-shottet einen. Wer denkt sich... Ja, auf die Plattform kriegen wir gar nichts drauf. Nur ein paar Ehre-Boys. Versuch das schon mal irgendwie zu machen. Was ist denn jetzt los? Warum wackelt die Bude? Weil ich gerade den Quetzal bewegt habe. Wahrscheinlich nehmen wir auf jeden Fall mit drauf. So, jetzt hier Preparation, ne? Nochmal. Ja, ja, ja. Warte, ich setze noch ein paar Dächer. So? Ja, jetzt müssen wir nur sagen, er darf sich halt nicht bewegen. Aktiviere Geschützturm-Modus. I guess, jetzt sollte er sich nicht bewegen. Ich hol dir einfach die stärksten, die wir haben, ran. Meinst du, wie viele kriegen wir da rauf? 6 Stück? Na, ich guck mal. Ja, man kann die auch so hintereinander stellen irgendwie, oder? Ja, oder ineinander. I don't know. Oh, lol, oh, lol, oh, lol! Was ist denn jetzt los? Ja, ich habe ihn gelevelt. Alter, hier ist ein richtig Breakdancer, Alter. Alter, wie das jetzt schon aussieht, ey. Richtig weird. Okay, ich würde das nochmal einmal umstrukturieren für mehr Platz. Alter, wie das aussieht. Ja, wir müssen das Ding richtig proppevoll machen, ne? So eng wie möglich. Wir müssen ja noch mehr auf Gewicht skillen, theoretisch. Also ihm noch ein paar Level geben. Sonst nehmen wir halt noch einen wieder runter oder so. Ich weiß nicht, was jetzt einer gewogen hat. 2 Stunden später. Jetzt noch irgendwie. Wollen wir es hier noch ein bisschen schöner machen oder ist jetzt scheißegal? Wait, wow. Aber wait, der ganze Müll da oben drauf, der wiegt, glaube ich. Der muss weg. Ja, das hat viel gebracht. Liegt hier oben noch mehr? 3 Stunden später. Denkst du jetzt mal an? Sieht aber schon ganz witzig aus. So Leute, yo, jetzt haben wir hier tatsächlich nochmal ein bisschen vorbereitet. Haben jetzt hier nochmal ein bisschen Ehre tatsächlich auf den Quetzal geparkt. Dann würde ich sagen, wir ziehen jetzt einfach in die Schlacht. Einer nimmt den Quetzal. Das würde ich tatsächlich gerne machen, wenn das für dich fein ist. Ja, klar, gerne. Der ist halt langsam, ne? Also, das ist jetzt kein Pteranodon. Ja, ist schon in Ordnung. Dann nehme ich die Adler, generell alles, was fliegt. Ich würde auch die Ehre, die sonstige Ehre und die Manamas einfach auch auf Follow bei mir haben. Ja. Und die alle in den Hügel runter. Schade ja nicht, Alter. Wir jeeten jetzt alles rein. Schon ein geiler Moment jetzt irgendwie, jetzt loszuziehen, finde ich. Ja. Ich mache schon mal einen Testlauf. Ja, genau. Flieg mal über irgendwelche Dinos drüber. Am besten nicht in der Nähe. Ja, genau. Die schießen nämlich nicht. Wie nah bist du dran? Sehr nah, tatsächlich. Okay, dann hast du einen Hotkey? Oh, der eine springt runter. Oh, shit. Die springen alle runter. 2 sind runtergesprungen. Oh, Mann, ey, dieses Spiel. Das ist ein rein. Also, schaue ich mir das nochmal an. Okay, also, wenn was vorbeifliegt, dann hauen die. Aber sie schießen nicht. Was? Der eine ist auch wieder runter. Okay, wir machen das anders. Wir scheißen auf den Quetzal, oder? Nein, Kalle. Okay, nee, Alter, wenn du jetzt hier runterfliegst, dann tilt ich. Dann tilt ich. So, jetzt überprüfe ich nochmal. Also, der hier ist auf aggressiv und der Geschützturm ist nicht aktiviert. Vielleicht beißt sich das. Ja, offensichtlich. Ich mach den jetzt auf neutral, aktiviere Geschützturm. Alt, den auf. Oder? Ach ja. Ach ja. Also, du musst ihn anvisieren, ne? Ja, die anderen gehen alle runter. Ja, Max, dann lass uns das lassen. Du nimmst sie alle los und dann geht das jetzt los hier. Ja, dann geht's jetzt in die Schlacht. Ja, rein in die Olga oder in den Holger. So, wo ist denn der Bengel? Der müsste hier ein bisschen weiter rechts sein. Wüstentitan,
Attacke! Alter, der schickt schon sein Schwadron los. Wir formieren uns, sammeln. Ich scheiß nochmal. Die ballern hier auf irgendwas anderes, schießen sich warm. Ja, in Ordnung. Und jetzt geht's los. Ach du Scheiße. Ich glaube, unsere ganze Ehre wird einfach instant sterben. Okay, ich gewinne an Höhe. Kann die noch nicht anvisieren. Holy shit! Das war close. Bin schon recht nah an dem dran. Ich bin irgendwie gestunt oder so. Bei mir passiert gar nichts. Gucci ist tot. Gucci ist wirklich der Erste, der stirbt. Also, der macht nichts. Ich kann den nicht anvisieren. Ich kann den nicht anvisieren. Damn. Soll ich mal auf den landen? Hä? Der ist doch verbuggt, oder? Hä? Ich kann ihm in die Fresse hauen. Oh, der beißt zu! Oh, shit! Der beißt auf jeden Fall zu. Ich bin jetzt gelandet. Wow, der dreht sich. Okay, der macht eine Rolle. Aber der bleibt auf der Stelle, ne? Ja, der. Okay, und dann ballern wir den jetzt. Ehre down, Ehre down. Jo, ich seh's, Alter, der fliegt. Ehre down, Alter. Die machen natürlich hier alle unten gar nichts. Ich mach hier so ein. Scheiße. Aber der hat schon echt ein bisschen was verloren. Also verliert richtig gut ein Leben, glaube ich. Also spektakulär ist anders. Ich glaube, der ist halt übelst verbuggt, oder? Du meintest ja auch, dass der eigentlich hier in diesem ganzen Bereich rumfliegt. Ja. Ich glaube, als wir den gespawnt haben und wir, also der ganze Serverbruch gegangen ist, da ist irgendwas passiert. Tief in der Seele vom Titan. Ich glaube, wir haben Ark kaputt gemacht. Ich glaube, Ark macht sich selber kaputt. Ja, das war... Machen die da unten was? Also passiert nee, da unten natürlich was? Nicht. Aber die kommen auch nicht so nah ran. Ja, dann hole ich mir jetzt auch so einen Mana, wa? Ja, ich komme jetzt gerade nochmal auf den Quetzal und will auch mal auf den schießen. Okay, mach das. So. Feuer. Feuer frei. Trefft ihn gar nicht, oder? Ah, doch. Ungenügend also, Ausdauer. Ja. Ist halt auch nicht sehr spektakulär. Ich kann mal ein bisschen fliegen hier. Boah. Weg. Halle. Krasse Shots. Das wird ein gutes Video. Flieg mal ran, dass du gespielt. Dann kann ich mit dem Quetzal hier noch ein paar Hits landen. Boah, Alter. Ihr putzelt, ne? Alter, mir wird richtig schlecht. Oh, shit. Oh, nein! Nein, 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 nein! Scheiße. Fallschirm? Boah, ich hab gerade jede Taste... Oh, mein Gott! Weil ich dein Daddy bin! Ich hab jede Taste gerade gedrückt auf meiner Tastatur. Hey. Weil ich dein Daddy bin! Ich hab gerade einfach wirklich komplett gefacerollt. Einfach alles gedrückt. Aber es hat funktioniert. Ja, okay, lass uns ihn noch schnell töten. Ich meine, der wird, glaube ich, sterben. Auf Dauer. Ja, ja. So, ich hab jetzt hier so einen Mana. Ja, wir machen jetzt Mana ins Gesicht und dann ist gut. So, jetzt kriegst du aufs Maul, Bruder. Ich komme halt kaum so hoch mit dem. Nee, ich komme nicht hoch genug mit dem, Kalle. Ja, du musst so eine Fontäne nehmen. Stein. Du musst so eine Wasserfontäne nehmen. Dich mit der boosten lassen. Auf ihm landen. Bist du da irgendwie hoch, ja. Boah! Hab ich gerade einen gewischt bekommen. Boah, Alter, aber ordentlich. Ja, gut, aber ich meine, der verliert die ganze Zeit konstant Leben. Das ist schon mal nicht schlecht. Und einfach noch mehr Adler gebraucht. Oh, scheiße, jetzt läuft er hier weg. Ich würde jetzt nochmal versuchen, auf ihn drauf zu kommen. Alter, dem habe ich gerade richtig schön die Zähne geputzt. Schön atemfresh ins Gesicht. Ja, voll schade, dass der jetzt so mega verbuggt ist. Hey, ich flieg einfach durch. Ich fall durch ihm durch. Boah, ich bin durch gedasht. Geil. Ja, also... Traurig irgendwie, ne? Das ist kein schönes Ende. Nee, überhaupt nicht. Der hat jetzt ein Viertel Leben verloren erst, ne? Ganz Ehre bringt nichts. Wir kriegen ihn ja auch nicht runter, wenn wir den wenigstens dazu bringen könnten, runterzufliegen. Oh, warte, der Quetzal kommt jetzt noch dazu. Der hat jetzt auch Bock. Oh, jetzt bin ich auf ihm drauf. Okay. Jetzt haben wir ein paar Hits gelandet. Die Frage ist, wie viel das bringt. Wir jetzt nochmal auf dem zu landen. Das ist schon witzig. Die Darts hier nur reinschießen und so nach einer halben Stunde ankommen. Oh, ist ja geil, wenn wir den in den Pokéball kriegen würden, was? Ich meine, der steht legit einfach nur in der Luft. Er bewegt nicht mal seine Flügel. Eine Zeit lang hat er vorhin wenigstens was gemacht. Also, ich bin aus dem Ass und ich fliege wieder durch. Nee, man fällt einfach durch ihm durch. Also er macht halt seinen Donner ab und zu noch, das war's, ne? Ja, ja, hier sind am Boden auch manchmal so Blitzflächen. Ja, ja, die tun auch weh. Das ist quasi, glaube ich, so ein Cast. Weiß nicht, wie ich dieses Video nennen soll, ey. Schluss damit. Schluss damit. Arc Extension. Schluss damit. Schluss damit.
Flutsch damit. Flutsch damit, Alter. Oh, lol! Alter, ich hab richtige Taktik rausgefunden. Einmal durchfliegen, einmal Eis und dann wieder hier zur Fontäne hinflattern. Inzwischen. Es wird schon Tag. Da das ja bisher nicht so funktioniert hat, haben wir gedacht, wir basteln uns nochmal schnell ein paar Raketenwerfer. Ja, dafür nochmal kurz gegrindet. Ja, nochmal eben die ganzen Metalle und so für 300 Schuss jeweils, ne? Kann losgehen, oder? Ja, Abfahrt! Feuer! Beim Feuer! Alter! Gut, weil, guckt euch die Scheiße an, kann sich keiner geben. Da hat was das Game. Ja, also, war jetzt auch gar nicht so schwer mit dem Titan. Nö, ich weiß auch gar nicht, also ihr habt ganz schön Mucken gemacht in den Kommentaren. Oh, ihr schafft ihn nicht, Alter. Ja. Schieß mal auf den Kopf. Das tut mehr weh. I don't know, gibt ja eh keine Regung, egal wie viele Raketen du ihm in die Fresse stülpst. Oh, mein Ding ist kaputt. Ja, holen wir uns einen neuen. So, wir haben jetzt hier nochmal kurz ein bisschen gefarmt, Leute. Wir haben nochmal kurz gefarmt. Und dann haben wir jetzt noch... Wir haben jetzt hier nochmal was Effektiveres herausgefunden. Mach mal ein 360, das sieht mega witzig aus, wie du da drin sitzt, ey. Oh, Alter. Okay, dann würde ich sagen, Feuer! Feuer! Oh, lol. Oh, du kannst ja richtig Kraft geben. Spam richtig rein, yo. Da in die Olga. Oh! Oh, ich hab einen Agentavis von uns gehittet. Mayday, Mayday! Feuer frei! Alter, der ist richtig am Bluten, Bruder. Attacke! Lade nach. Ja, ich lade auch übelst nach. Warte mal, bleib mal bitte stehen. Naja, wir sind ja nur in Reichweite. Ich lebe, ich bin Jesus. Weil der ist jetzt jeden Moment tot, ne? Lass mal lieber wieder hochfliegen, du Ballast. Er ist tot, er ist down. Er ist down? Er ist down. Echt? Er ist abgestürzt. Oh, ja. Oh, ich bin auch abgestürzt. Ja, war ein geiles Projekt. Ja, hat sich richtig gelohnt. Arc Extinction, Eier. Erste Meine Titan. Freunde, kann man den abbauen? Titanier? Ich habe gerade irgendwas ins Gesicht bekommen, aber ich konnte es nicht sehen. Jo, Leder, rohes Fleisch, rohes Filet. Ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst, 4 Zigaretten. Gut, Leute, ja. Das war's mit Arc Extinction. Wir sind fertig. It's over. Es ist super traurig irgendwie, wie das jetzt geendet hat. Ja. Aber war ja jetzt auch nicht unser. Also, wir haben uns das auch anders vorgestellt. Ja, wir werden uns gegebenenfalls was Neues raussuchen. Wer weiß, was jetzt als nächstes kommt. Aber das war's jetzt hier erstmal mit Arc. Und wir runden das vielleicht nochmal mit einem kleinen Best-of ab. Ne? Dann bis dann, ne? Tschüss. Wink mal bitte, Max. Ciao. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Übrigens, dein Mikrofon übersteuert über übelst im Teamspeak. Ah, aber Alex, schneide das schon schön zusammen. Ist dein Problem.